Leute, was geht? Wir reagieren heute auf eine neue Folge von Diese guten Memes, ehrenlose Memes, Teil, komm, jetzt gucke ich aber nach, wie viele Folgen wir schon gemacht haben. Jetzt reicht's. Ich sag jedes Mal, keine Ahnung, wie ist das? Lass mal ein bisschen professioneller werden hier. So, Jumbook Live, zack, 22 war die letzte Folge, yes, passt. Ehrenlose Memes, Folge 23, okay, los geht's. Bisschen lachen, bisschen babalocken, normal. Wie oft werden wir lachen? So, wir machen jetzt eine Challenge draus. Wie oft werden wir lachen? Was schätzt ihr? Und mit Lachen meine ich diese Hustanfall. Ich sag zweimal. Was sagt ihr? Okay, interessant. Los geht's. Associate M, männlich, weiblich, X, Chata. Okay, war schlecht, Digga. Ey, das ist wirklich Jahrhundertereignis. Information zur S9 nach Wuppertal. Die Schwebebahn steht auch auf dem Abfahrt, ja, fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Was soll das? Ich will meinen Zug bekommen. Der kann doch hier mal durchfahren. Okay, der war ehrenlos. Jonas wollte, dass ich seine Haare schneide, aber dann hat er meine Sass entdeckt. Oh nein. Alena ist mit einem Jonas zusammen. Wichtige Kombination. Integration, würde ich sagen. Schau mal. Oh, shit. Boah, Digga, das war einfach falsch, Bro. Das war einfach falsch. Es passt einfach nicht. Es hat nicht gepasst. Ich mag es nicht, wenn Jonas seine Gitarre spielt und sein was auf seine Gitarre kann, aufs Hand spielt, Digga. Nein, es war einfach anders, Digga. Ich will das nicht. Das ist zu viel Integration. Nein, will ich nicht. Nein. Alena, hoff mich zu triggern, Alena 60. Triggert mich nicht, Mann. Es ist so falsch. Die Situation ist falsch. Ich will das nicht, Digga. Jonas, zieh dir jetzt! Geh weg! Die deutsche Lufthansa will ihre Bitte nicht. Fluggäste künftig gendergerecht ansprechen. Oh nein. Damen und Herren soll also aus dem Sprachgebrauch der Crew verschwinden, berichtet. Ehre? Die Bild-Zeitung. Ein Lufthansa-Sprecher sagte, es sei dem Unternehmen wichtig, dass alle Geschlechtsidentitäten berücksichtigt werden. Also das ist total, und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern Ens Käufer und Ens Einkaufskorb. Chat, einfach akzeptieren. Nicht darüber aufregen. Einfach akzeptieren. Wir haben nichts davon, wenn wir uns darüber aufregen und dass das für uns falsch ist oder so. Einfach akzeptieren. Scheiß drauf, Bro. Steig in den Flieger, flieg, du willst auch in Antalya ankommen oder wo auch immer du ankommen willst. Scheiß drauf. Hallo. Chat, entspannt euch, Walla. Lasst uns nicht über sowas aufregen und nicht daran aufhalten. Bitte, macht es nicht. Sehr verehrte Ensen und Ensinnen, hier spricht Ens Kapitän Ens. Herzlich willkommen. Okay. Auf unserem Flug Ens nach Ennsbruck. Okay. Sie, wo bist du? Er, sorry, musst du noch warten, bis der Parkhaus-Typ zu Ende gebetet hat. Nein. Nein, bitte nicht. Allah, was ein Ehrenmann, Maschallah. Oh nein, der Bre genießt sein Leben. Boah, mein Eier gezogen. Digga, Bagwalla, darüber macht man sich nicht lustig, Digga. Da sind so viele Menschen verstorben. An der Stelle Beileid an alle Menschen da, die gerade Leiter tragen und so. Ich bin mit euch. Wenn ich irgendwie helfen kann, gib mir Bescheid. Aber was macht der Bre da, Hanne? Bro, die Welt geht unter. Guck mal, was er macht. Digga. Was ist im Wuppertal los? Einfach in ThyssenKrupp-Lager, ein Fluss, gar kein Bock. Liebe Grüße an Ferdi, an der Stelle arbeitet in ThyssenKrupp. Boah, die sind auch gefickt. Alter, in Hagen. Coming to Rome.
sehr ehrenlos. Haus zu verkaufen, versandt möglich. Boah, Digga, hört doch auf. Junge, Alter. Wallah haram. Dass wir hier lachen, ist sehr ehrenlos, Bro. Sehr ehrenlos, Bro. Junge, was passiert hier, Digga? Ab jetzt lache ich nicht mehr. Wow. Oh. Wow. Run! Papa. Ja, jetzt rufst du nach Papa, ne? Alles klar. Sag nie wieder. Sag nie wieder, ich liebe dich. Sag lieber. Ich liebe dich. Sag ganz einfach. Es gibt 194. Babe, ich bin voll müde. Ich glaube, ich geschlafen. Okay, Schatz, gute Nacht. Schlaf schön. Ich liebe dich. Na, es gibt 194. Trigger mich nicht, Alter. Ich darf nicht lachen. Krasser Meme an der Stelle, guck ich mir morgen nochmal an. Digga, was passiert hier, Digga? Digga! Eine Wut zur Hölle hat er den Jetski auf einmal ausgepackt, Mann! Ich wusste nicht, dass es angeht. Bestimmt wusste er das nicht. Und krasser Meme an der Stelle, nicht zu vergessen. Okay, das sehe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben. Er schmeißt ein Eis rum wie Pizza, Digga. Junge, das Avatar-Land. Sehr ehrenlos. Sehr ehrenlos, Digga. Sehr ehrenlos. Die Scammer wurden gescammt. Donnerstag 15:46 Uhr, Deutschland-Sommer. Was zur Hölle? NRW mit Venedig, Bro! Oh. Oh, Mann, Alter! Oh, Digga! Hey, so ehrenlos, Digga, Wallah, ich will nicht lachen. Oh, Digga. Ja, warte den Kanu her, Bro! Dinge. Der Sound musste einfach sein, bitte kein Furz! Bitte kein Furz! Die ein Geringverdiener nicht kennt. Oh nein! Oh nein, Digga! Walla, ich will nicht mehr, Bro! Es wird mich so unsympathisch machen, Walla! Ein Pool. Villa. Das Meer direkt vor der Tür? Oh, ein Pool. Bro, ich glaube, das bringt nicht so viel. Digga! Ey, das können wir nicht hochladen, Digga! Was? Das können wir nicht hochladen! Ich muss, um mein Image reinzuwaschen, Geld spenden oder so, sonst können wir uns nicht mehr retten hier! Digga, was machen diese Leute, Mann? Digga, er schwimmt in einem Bus, Moloch! Er schwimmt in einem Bus! Ich f*** mein Leben! Was zur Jassik, er schwimmt da! Dieser eine Lehrer, der nicht streng sein kann. Entschuldigung, können Sie damit aufhören? Ihr müsst da runter einmal, bitte.
Das waren die besten Lehrer, Digga. Chat. Ich, die jedes Jahr nach Antalya Alanya fahren, fliegen möchte, aber diese Antwort bekomme von meinen Eltern. Seni Yozgat'a götüreceğim. Oh Mann, Digga. Antalya beste, Digga. Am liebsten genau jetzt einfach auf Videos und auf YouTube scheißen. Einfach jetzt Flug buchen, Antalya eine Woche zu Enno, chillen. Eins in den Chat, wenn ich das machen soll. Dieser Moment, wenn der Schiedsrichter bezahlt ist. Okay. Krasser Meme. Wenn dieser eine Koffer in der Heimat ankommt. Schokoriegel, Nussknacker. Sehr stark. Red Bull nie so heiß. Schräg Cousin. Land, die haben aus dem Emoji Cousin gemacht. Cousin, Wallah, ist ja zum ersten Mal, Muruk. Sondern schräg. So schräg Cousin. Weißt du, ich meine? Und Hände dann so. Weil dann gucken die Khalis. So schräg Cousin. Digga. Durfte 5 Stunden an der Mauer sitzen und warten, bis die Strömung etwas abgenommen hatte, um dann durchs Wasser nach Hause zu kommen. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich komme nicht nach Hause. Das ist mein Nachhauseweg. Bruder, wie soll ich denn da durch? Wenn uns erst nach 357 Kilometer einfällt, dass wir unsere Reisepässe zu Hause vergessen haben. Ist das schon mal jemandem passiert, Digga? Uns zum Glück noch nie. Boah, Digga, dieses Gefühl will ich also... Nee, das gönne ich keinem, nicht mal mein Feind. Lila hat es auch erwischt. Ein Fischer hat einen Fisch gefangen und versucht, ihn wieder freizulassen. Aber er wollte nicht runterschwimmen. Genauer gesagt, er konnte nicht, weil Luft in seiner Schwimmblase war. Der Fischer hat dem Fisch bei dem gottlosesten Rülps, den ich je gehört habe, geholfen. Burp. Burp it out. Digga, das war so ehrenlos und Tierquälerei auf ganz hohem Niveau. Twitch, wir distanzieren uns davon. Wir distanzieren uns böse davon, Bruder. Muss es nochmal hören. Burp it out. Das war offiziell mit Abstand die beste ehrenlose Memes-Folge, die es jemals gab. Props geht raus an diese gut. Und wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Memes reagieren sollen, gibt es ja wieder einen Humor. Aber ich würde mich sehr freuen, dass ihr uns machen wollt. Okay, tschüss.